Kölner Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Kölner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Kölner Live. So, nachdem Martin Zellner da seine Ergüsse hoffentlich nicht widerspruchslos absondern durfte, sondern ich hoffe, ich habe ordentlich dagegen gehalten, jetzt die zwei, die das wirklich ernsthaft diskutieren, nämlich auf ihrer Linken, so wie es sich gehört, Rudi Fussi, das linke Zuckerkoscherl, und auf der rechten Seite Andreas Mölzer, naja, Rechtsaußen der FPÖ, aber intellektuelles Gewissen dieser Partei. Wenn gut, Sie so wollen. Also links und rechts an einem Tisch ordentlich versöhnt. Darf jemand wie der Martin Zellner, ein solches Nazi-Arschloch, darf der im Fernsehen auftreten? Hast du jetzt gesagt, der Zellner ist ein Nazi-Arschloch? Ja, ist er ja. Okay, ich hoffe, er klagt dich jetzt nicht. Ja. Ich persönlich finde es erstaunlich, weil alle Medien das Spiel von Martin Zellner und den Identitären mitspielen. So Profilcover, also, heute? Profilcover im Standard, so Aufmacher, riesengroß. Ja. Nein, New York Times, ein Interview in der New York Times am Samstag. Es ist unfassbar in Wahrheit, dass eine Gruppe, die aus, weiß nicht, 30 bis 50 Leuten besteht, also jeder Imkerei-Neigungsverband hat mehr Mitglieder, jeder Kartenspielverein in Langenlebern, aber natürlich durch diese Spende von den 1.500 Euro und vor allem aufgrund der Tatsache, dass die Identitären und die FPÖ eng miteinander verbunden sind, ist ein Riesenthema. Die Medien spielen jetzt alles mit. Mir erinnert das ein bisschen an die Haider-Zeiten, genau, wo man gesagt hat, der Haider verkauft. Du bist Falter, durch den Haider. Wo der Falter ja gesagt hat, man darf keine Bilder von ihm verkaufen. Genau, du bist durch den Haider ja letztlich mit News damals und so weiter mit reich geworden. Und heute macht das Profil des Zellner Cover. Ich finde es vom Profil unterirdisch für ein Qualitätsmagazin, muss ich ehrlich sagen, weil ich muss ein Foto nicht, ich muss den noch bewerben. Aber es geben sie tatsächlich spannende Fragen. Darf er im Fernsehen auftreten zu jemandem? Darf er. Im ORF-Bürgerforum war zum Beispiel der Sprecher der Identitären, damals der Markovic, dabei, und dann hat die Waltraud Langer als Sendungsverantwortliche massiv Schläge dafür bekommen. Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass man Dinge, die in einer Gesellschaft stattfinden, grundsätzlich zeigen können soll. Ja, und das kann und hinterfragen so, muss. Hinterfragen. Ja. Unkommentiert. Ja. Ohne Einordnung das zu bringen. Darf man es nicht. Heute ist für höchst problematisch. Darum habe ich es ja auch eingeordnet. Heute ist für höchst problematisch. Ja. Die Einordnung hast du jetzt mit Nazi-Arschloch vorgenommen. Das würde ich jetzt so nicht sagen, aus rechtlichen Gründen. Aber inhaltlich verstehe ich den Urteil durchaus. Mölzer, Sympathien für den Zellner? Nein, und seine inhaltlichen Aussagen? Darum, zumindest. Herr Zellner, geht es nicht. Es geht darum, dass da jetzt eine irrsinnige Hysterie erzeugt wird. Und zwar nicht nur, weil das Profil Auflage machen möchte oder der Standard da eine Rechtsextremisten-Story verbreitet, sondern es geht darum, so wie vor einem guten Jahr mit den Burschenschaften, dass man glaubt, von Seiten der Opposition, von Seiten der linken Reichshälfte, von Seiten der Mainstream-Medien, hier ein Einfallstor zu finden gegen die Regierung, gegen die FPÖ. Das Gleiche war mit den Burschenschaften, das wurde hysterisiert. Ne? Und das Gleiche ist jetzt mit dem Herrn Zellner. Man stelle sich vor, heute tritt der Nationale Sicherheitsrat zusammen. Ja. Der sollte zusammentreten. Wenn die Rote Armee einmarschiert, wenn ein Großerdbeben 10.000 Opfer fordert, von Villach bis Afa zur Thermenlinie, oder wenn eine Ebola-Seuche ausgebrochen ist mit 100.000 Opfern. Stattdessen tritt der Nationale Sicherheitsrat vor einem Jahr zusammen, weil es ein Liederbuch einer Mittelschulburschenschaft gegeben hat mit einer degutanten Strophe, die aber geschwärzt worden ist vor 20 Jahren. Und jetzt tritt sie zusammen, weil ein Irrer, ein Amokläufer, 1.000 Euro gespendet hat an einen Verein. Denn ich kenne den Herrn Zellner nicht persönlich, aber eher habe ich das Gefühl, das ist eine One-Man-Show, der das jetzt irgendwo genießt, wenn er in den Mittelpunkt gerückt wird. Das ist kein großes politisches Phänomen. Das ist ein medial hochgezogener Zombie gegen die Regierung und gegen die FPÖ. Aber inhaltlich ist er ja mit vielen ihrer Thesen d'accord. Ja, der muss ja Mölzer-Fan sein eigentlich. Das glaube ich nicht. Ich weiß nicht, ob er den Namen Mölzer je gelesen hat oder eins meiner Bücher. Aber die Sache ist die, das ist natürlich so, der Strache, glaube ich, vor 2-3 Jahren einmal gesagt, über diese Identitären. Das ist offenbar eine Jugendgruppe-Bewegung, würde ich nicht sagen. Ja. Eine Gruppe, die aufgrund der Massenzuwanderung, wie wir sie 2015 gehabt haben, das Gefühl bekommen hat, und auch schon früher, dass man was machen muss, dass man die eigene Identität, die eigene Kultur, die eigene Ethnie schützen soll. Das ist an sich ein legitimes Unterfangen. Ich glaube natürlich, die These vom geplanten Moment. Die These vom geplanten Bevölkerungsaustausch halte ich für einen Unsinn.
dass aber eine Veränderung stattgefunden hat, wo wir jetzt 25% mit Migrationshintergrund im Land haben, eine Veränderung der Bevölkerung, das ist klar. Das habe ich beim Professor Fellner, aus Salzburg nachgelesen, der Sozialdemokrat. Aber Sie haben ja auch öfter mal gesagt, die SPÖ steckt da dahinter. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, es findet statt und es gibt Elemente politische, die es begünstigen. Ne, dahinter stecken. Schauen Sie, so naiv zu glauben, dass der Faymann die Wanderung 2015 bestellt hätte, das wird ja niemand sein. Aber er hat es zugelassen. Er und der Herr Doskozil an der Grenze, an der Burgenländischen, haben zugelassen, dass damals 100.000 oder fast 1 Million durch Österreich und 100.000 gekommen sind. Das hat stattgefunden. Und dass es da, Moment, Herr Fussi, dass es da Reaktion gibt von jungen Leuten, die halt radikaler denken, verstehe ich. Nur jetzt ist die Frage, Moment, nur jetzt ist die Frage, und das ist zu klären, welche Vernetzungen hat es gegeben? Hat wirklich was stattgefunden? Vorläufig haben wir die Unschuldsvermutung. Ne? Also ich bin natürlich ein Freund der Unschuldsvermutung. Es wird ja behauptet nicht, dass Werner Faymann die Flüchtlingswelle ausgelöst hat. Der hat hauptsächlich eine Welle ausgelöst, nämlich die Wählerverschwindungswelle sozusagen, Wählerschwund bei der SPÖ. Aber, ja, aber da war dann ein zweiter ja erfolgreicher von dir beraten. Es gibt ja, es gibt, er hätte wirklich mehr inserieren sollen in der Kern, dann wäre dein Urteil gnädiger gewesen. Er hätte ja besser beraten lassen sollen von dir, dann war er der Kanzler. Gut, schließen wir das Kernprivatissimum. Ja, es gibt rechte und rechtsextreme Typen wie Orban bis hin zu den Identitären, die nicht glauben, dass der Faymann die Flüchtlingswelle ausgelöst hat, sondern George Soros. Also völlig absurd. Strache hat tatsächlich am 18. April 2016, immer extra rausgesucht, geschrieben auf Facebook, das Posting ist mittlerweile gelöscht, die Identitären sind eine nicht-linke Bürgerbewegung. Sie sind quasi junge Aktivisten einer nicht-linken Zivilgesellschaft. Der Martin Sellner, der 1.500 € Spende vom Attentäter aus Christchurch bekommen hatte, mit dem er einen Briefwechsel und im Manifest des Attentäters, der 50 Leute umgebracht hat in Neuseeland, wird eindeutig Bezug auf die Thesen der Identitären genommen und sie werden auch genannt. Im Jänner 2016 bei einer Demo gegen die Flüchtlingsunterbringung in Kasernen ist der dritte Landtagspräsident Kurzmann der FPÖ aufgetreten. Der Grazer FPÖ-Gemeinderat Heinrich Sackel, ich möchte es nur den Zuschauern sagen, hatte als 17-Jähriger nicht nur Neonazi-Kontakte. Heute vermietet er ein Büro, die DDR-Ern war 2015 als Ordner bei einer Veranstaltung dabei, gemeinsam mit dem FPÖ-Vizebürgermeister. Der Herbert Kickl hält beim Kongress der rechtsextremen Verteidiger Europas eine Rede, wo er sagt, ich grüße meine Gleichgesinnten, und wir müssen jetzt gemeinsam kämpfen, Gesinnungsfreunde. Die Freiheitliche Akademie hat 2015 den Martin Sellner noch als Referenten eingeladen. Das Magazin Infodirekt, das Sie sehr gut kennen, ein Rechtsextremes, bringt das Sellner-Interview und wird unter anderem finanziert von Inseraten von Harald Wilimski. Der Herr Sellner selbst war im Umkreis von Wolfgang Schüssel, taucht auf bei Flieger, bei Gedenken des Fliegerhelden Nowotny und war auch bei Veranstaltungen 8. Mai, wo die Freiheitlichen immer die totale Niederlage feiern. Also auf was bist du raus? Du sagst, es gibt ein Netzwerk zwischen FPÖ und Identitären. Das ist hinreichlich bewiesen. Mit dem Kickl als Schlüsselfigur. Der Kickl ist natürlich jemand, der zu diesen Leuten hinfährt. Was man sagen muss, bitte, Sellner sagt in dem Profilinterview, er ist so stolz auf die Bundesregierung, wir strachen kurz sehr, sehr viel davon umsetzen, was er fordert. Das ist einmal ein Wahnsinn, wenn ein Irrer sowas behauptet. Und das Zweite ist, beim UNO-Migrationspakt, und das ist ein bisschen untergegangen, das war in Österreich null Thema, dann haben die Identitären eine Unterschriftenaktion gestartet, dann ist erst zum Thema geworden. Und jetzt das Lustige ist, die Regierung hat bei ihrer Ablehnung des UNO-Migrationspakts, das mit einer Übersetzung des UNO-Migrationspakts begründet, der nicht von der UNO gekommen ist, sondern von den Identitären, und im Inhalt unterschiedlich war vom Original. Weißt du, ich ja damals schon entwertet. Also das ist ja unfassbar in Wahrheit. Lieber Herr Fussi, das haben Sie jetzt schön referiert, heruntergelesen, das vorgebliche Sündenregister der FPÖ. Nein, es stimmt halt einfach nicht. Das ist auch, was davon stimmt nicht? Ja, bitte schön, das sind zwei, drei Einzelfälle. Das haben wir alles jetzt dutzende Mal gelesen, im Standard, im Falter. Und Sie lesen es halt jetzt noch einmal vor. Schauen Sie, Tatsache ist die, und da bleiben wir nüchtern, schauen wir uns das an. Es hat gegeben diese Probleme mit der Massenzuwanderung. Es hat gegeben junge Leute, die sich zusammengetan haben, um diesen Verein zu gründen. Und eins sage ich Ihnen auch, auch wenn dieser Verein aufgelöst würde, wird er ja enden. Weiß ich nicht. Bleiben die Leute bestehen. Was ändert man denn damit, indem man eine Gruppe, einen Selbstdarsteller mit seiner Havara verbietet? Und auf der anderen Seite, bitteschön, das dürfen wir nicht vergessen, gab es ein Gericht, ein Geschworenengericht in Graz, wo die wegen einer Bildung einer kriminellen Vereinigung angeklagt wurden und sind samt und sonders freigesprochen. Warum? Weil der Rechtsstaat festgestellt hat, dass sie nichts angestellt haben.
Ne? Bis auf das, dass sie den Rektor der Uni Klagenfurt einmal gekrempelt haben. Ne? Vielleicht hat aber der angefangen mit dem Krempeln. Ne? Das weiß ich nicht genau. So, ne? Also. Aber noch einmal, also das Wichtigste kommt jetzt. Die Kindesweglegung ist interessant. Das Richtigste kommt jetzt. Nette Buben auf gut Deutsch. Nein, das sage ich nicht, nette Buben. Ne? Aber ich sage das eine, es ist klar, dass so eine Gruppe von jungen Leuten, die sich zusammentut, die dem rechten Lager, wenn sie so wollen, oder dem nationalfreiheitlichen Lager irgendwo entstammen oder dort sich zuordnen, dass da Überschneidungen gibt zur FPÖ. Und so lange das Moment. Im Gegensatz zum Herrn Bundespräsidenten hat der Strache mit dem Herrn Sellner kein Selfie-Foto. Das muss ich, ja, was heißt, haha, so ist es. Das von Ihnen publizierte Foto zeigt eben nicht den Sellner. Nein, aber es zeigt zwar andere führende Identitäre. Was ich sage, beweist ja nur, dass solche Fotos überhaupt nichts sagen, weil die halt gemacht werden in einem Massenauftrieb, ob das der Bundespräsident ist oder der Vizekanzler oder der Oppositionsführer. Jetzt verteidigen Sie sich schon so wie die Identitären selber. Das ist doch hier nicht würdig, ist nicht wahr. Herr Mölzer. Also Sie sind der Meinung, das sind an und für sich nette Kerle. Das waren zumindest von Anfang an, muss ich sagen, okay, das sind junge Leute, die was machen wollen, Aktionismus, Friedlichen, wie Sie betont nette haben immer. Junge Menschen. Das waren Sie sicher am Anfang von der Außeneinschätzung. Und da hat es Überschneidungen gegeben und der eine oder andere ist von einer Burschenschaft, wie es da jetzt in Linz kolportiert wird, halt dort hingegangen und macht dort was oder hat dort was gemacht. Das gibt's. Das ist ja nichts Verbrecherisches. Schauen Sie, die Frau Hebein, Obfrau der Wiener Grünen, über die redet keiner, dass die mit den Gewaltbereiten und Gewalttätigen Anarchos engst verhabert war und persönlich. Ne? Da gibt es keinen Skandal. Nur da, bei der FPÖ, wo es da ein paar Leute gibt, die mit den Identitären zu tun haben, wird der Nationale Sicherheitsrat einberufen. Ja. Das ist ja wie im Kabarett, das sind Sie zuständig. Entschuldigen Sie, bitte sehr gerne. Ja, der Unterschied bitte besteht einmal darin, erstens, diese Kindesweglegung ist lustig, weil der Strache sagt, es gibt überhaupt keine Nähe von der FPÖ zu den Identitären. Das ist so, wie wenn die katholische Kirche sagt, also mit Ministranten haben wir nichts zu tun. So ungefähr ist das von der inhaltlichen Qualität. Sie setzen sie jetzt her und sagen, na klar, es hat Überschneidungen gegeben, da waren irgendwelche jungen, engagierten Leute gegen die Massenzuwanderung. Das waren rechtsextreme Neonazi-Buben. Also ist so, junge, engagierte Leute, erste vor allem, also zweites Fakt ist, wenn ich Ihnen erzähle, der Herr Kurzmann, glaube ich, ist über 60, der Herr Sickl ist über 40. Ja. Das waren nicht nur Junge. Natürlich waren dort die sogenannten Salon-Nazis auch dabei. Und jetzt so tun, als hätte die FPÖ, tut so, als hätte sie nichts mit den Identitären zu tun. Das ist natürlich nicht. Der Strache sagt es und der ist der Parteichef. Der Strache steht zu seiner Aussage, die er damals getätigt hat. Die hat er gelöscht. Aber er steht zu dieser Aussage, damals hatte er den Eindruck, dass das engagierte junge Leute sind, die von rechts Aktionismus betreiben. Legitime Sache, Aktionismus. Aber keine Gewalt. Die Leute kennt er ja, die sind ja bei ihm in der Partei. Gibt es ein Netzwerk, ein rechtes, zwischen Identitären, Burschenschaftern, Neonazis und der FPÖ, deren Kopf mehr oder weniger der Kickl ist. Das wird jetzt behauptet und das steht ja im Raum. Das gibt es natürlich nicht. Das ist eine dümmliche Behauptung. Nein, weil das eine dümmliche Behauptung ist. Schauen Sie, der Innenminister war als Generalsekretär einer Oppositionspartei, der größten Oppositionspartei im Jahr, ich glaube 2016 oder wann das 2016, war, bei einem behördlich zugelassenen Kongress, der sicher von rechts veranstaltet wurde, der hat die Polizei nichts dagegen gehabt, niemand, die Vereinsbehörde nicht, und hat dort ein Referat gehalten. Das ist alles. Ja, warum geht man aber was er gesagt hat, ist doch das Entscheidende, Herr Mölzer. Er hat gesagt, ich begrüße meine Gesinnungsfreunde wahrscheinlich hat er zum rechtsextremen Gesindel, das im Publikum gesessen ist. Da waren ja hunderte Leute und da waren die meisten sicher ganz normale Leute. Und Jetzt, rechtsextremes Gesindel, Salon-Nazis, Nazi-Arschlach, bitte. Das haben wir aber nicht notwendig, oder? Ja. Ist der Kickl ein Rechtsextremer? Ja, zweifelsohne. Zweifelsohne, aber das gilt genauso für Norbert Hofer oder Heinz-Christian Strache als ehemaliger Neonazi. Nur darum geht es nicht. Bitte. So, also. Nein, aber Kickl die Einordnung von Kickl. Ist Kickl ein Rechtsextremer? Das ist Kickl ist der demokratisch gewählte und legitimierte Innenminister der Republik Österreich. Seit wann werden Minister in Österreich demokratisch gewählt? Ja, indem sie von den Parlamentsparteien natürlich entsprechend bestätigt werden. Aber keiner hat den zum Innenminister gewählt. Also, wenn man jetzt zweifeln wir mal die fundamentalen Mechanismen der Republik. Die FPÖ ist ja der Meinung, der beste Innenminister aller Zeiten. Bin ich, aber Mölzer, würde ich nicht Mölzer sagen. Schauen Sie, ich kenne Innenminister der Monarchie, Jahren, der vielleicht besser war. Nein, er ist ein sehr Republik. Guter Innenminister im Sinne des Freiheitlichen Parteiprogramms, das würde ich schon sagen. Besser als ein Rösch oder solche. Na gut, der Rösch war eines der B-Mitglied, da würde ich den Kickl nicht vergleichen wollen, muss ich mal sagen. Definitiv der Beste, Ihrer Meinung. Er ist sicher in der Reihe der überschaubaren aus den letzten 10, 15 Jahren sicher ein hervorragender Innenminister.
Es sagt eh schon alles, wenn es auf die letzten 10, 15 Jahre begrenzt. Das ist das Maximale, wozu Andreas Mölzer ein Lob für Herbert Kickl fähig ist. Das ist eine ganz nette Erkenntnis, weil während der Parteichef lobt er sei der Beste der Zweiten Republik. Herbert Kickl hat zwei lahme Pferde vom Orban bekommen. Hat vorgelegt einen Gesetzesentwurf, noch nicht einmal einen Gesetzesentwurf für die Sicherungshaft und konnte bei einer PK mit zwei Sektionschefs nicht erklären, wie er das gedenkt, logistisch umzusetzen. Herbert Kickl spricht von Dingen, die niemals umgesetzt werden. Das Einzige, was er macht, ist widerrechtlich und übrigens illegalerweise benennt er Dreiskirchen von einem Aufnahmezentrum in ein Ausreisezentrum um. Das sind alles Dinge also für die Galerie. Deiner Meinung nach als Kickl, du kennst meinen alten Sager, er hätte niemals angelobt werden dürfen. Also er muss abgelöst werden. Und spätestens jetzt, wo erwiesen ist, dass der Herbert Kickl am Kongress vor Rechtsextremen, vor Menschen, die mit dem Terroristen von Christchurch in engem Kontakt offenbar gestanden sind und wo sogar finanzielle Verflechtungen offensichtlich gibt, spätestens jetzt mit Herbert Kickl zurücktreten. Und jetzt will ich von Herrn Mölzer, der auch ein FPÖ-Insider ist, wissen, wird der Kickl je abgelöst werden? Schauen Sie, ich meine, der Druck der linken Seite ist jetzt enorm, ohne Frage. Kurz kommt immer mehr unter Druck etc. Wird der Kickl abgelöst werden oder wird die FPÖ eisern zu ihm stehen? Ich kann mir das nicht vorstellen. Aus der freiheitlichen Innensicht ist der Kickl ein eminent wichtiger Mann in dieser Regierung, ne? Und der Mann, der die harten freiheitlichen Forderungen umsetzt, gerade in der Migrations- und Sicherheitspolitik. Und sein Standing in der Regierung ist ein ausgesprochen gutes. Sein Standing nicht nur in der freiheitlichen Wählerschaft, sondern ich glaube insgesamt in jener Wählerschaft, die mit 60% diese neue Mitte-Rechts-Regierung stützt, ist ein ausgesprochen gutes. Und nur deswegen ist er zum Hassobjekt für die Vereinigte Linke und offenbar auch zum Reibebaum. Ja, der ist lächerlich, da haben Sie recht. Und zum Reibebaum für den Herrn Fussi geworden. Ne? Nein, ist dafür ist er nicht bedeutend. Also Sie sagen, das ist ein guter Innenminister, ja, der soll bleiben. Absolut. Keine Rede von Ablöse. Absolut. Auch die FPÖ denkt nicht daran, nein, sich da eventuell... Also ich kenne niemanden, der nur ansatzweise, im Gegenteil, ne? Die Leute sagen, genau das ist richtig und dieser Weg, den du einschlägst, ist gut. Dass Menschen auch manches nicht immer richtig machen, dass der eine oder andere Plan vielleicht überzogen ist. Dass ein Pferd lahmt, ein Pferd, das nach Ansicht vom Herrn Fussi offenbar nur 1,50 Euro pro Reitstunde erhalten soll oder so ähnlich. Das ist ja klar, Menschen machen auch Fehler. Okay. Aber der Kickl ist sicher außer Diskussion aus der Freiheit. Das ist jetzt einmal ein großer Unterschied. Das war mal die erste Runde, meine Damen und Herren. Wir gehen in eine kurze Werbepause, dann werden wir gleich den Rudi Fussi fragen, was heißt das eigentlich für die Regierung, wann der Kickl weiter Innenminister bleibt. Aber ich möchte von den beiden Herren eine Jurybenotung haben. Heute Jury Mölzer, Jury Fussi. Was brauchen wir? Und ich sage jetzt aber, wenn wir Fussi und Mölzer haben, wie gut ist Stefan Petzen als Dancing Star? Wir sind gleich wieder da. Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. So, also, wir haben gerade gehört, bester Innenminister aller Zeiten ist der Herbert Kickl und keine Rede davon in der FPÖ, dass der abgelöst wird, der bleibt, sonst kracht die Regierung oder was? Das würde ich einmal meinen, dass das eine ernsthafte Krise gäbe, sollte die türkise Seite in irgendeiner Weise da Zweifel beginnen zu hegen. Das würde ich einmal meinen. Jetzt ist die Frage, wie lange hält der Kurz den Kickl noch aus? Also Andreas Mölzer hat völlig recht, dass der Herbert Kickl die zentrale Figur des blauen Ministerteams ist. Das heißt, wenn die ÖVP den Kickl attackiert, seine Ablöse verlangt, dann ist die Koalition Geschichte. Das ist zweifelsohne so. Das ist so, Strache ohne sein Hirn wird nicht funktionieren. So, wenn man sagt, zwei Hirnhälften, eine Mölzer, eine Kickl, der wird die zwei noch brauchen, die zwei Burschen. So, natürlich wäre das ein... Na, wessen Hirn ist der Fuß? Der war mein Kern. Ich bin froh, wenn ich mit mir selber zu Rande komme, mit meinen geistigen Kapazitäten. Aber der Punkt ist ein anderer. Es freuen sich natürlich, einer gefreut sich heute und einer gefreut sich nicht. Der sich freut heute, ist der Heinz-Christian Strache, weil der Herr Mölzer natürlich im Unterschied zu Herrn Stadler Dinge sagt, die dem Strache gefallen. Während der Stadler sozusagen eine realistische Einschätzung hat. Ja, so. Das Zweite ist, wer sich heute nicht freuen kann, ist der Sebastian Kurz. Warum? Der Sebastian Kurz hat ja von Vorarlberg bis nach Wien bei der Frage der Asylwerberlehrlinge. Überall dort, wo die ÖVP die harte Linie der FPÖ übernommen hat, massive Probleme parteiintern, wo man sagt, okay, wir liegen zwar in die Umfang gut, aber irgendwann reicht es einmal. Man muss nicht alles von diesen freiheitlichen an Menschenverachtenden der Politik mitmachen. Von der 1,50 Euro pro Stunde bis zur
bis zur Ausreisezentrum-Umbenennung, bis zur Sicherungshaft, Asylwerberlehrling etc. So was passiert jetzt. Jetzt hast du ein Problem, dass du plötzlich Regierungschef bist mit einer Regierungspartei, die von vornherein international unter Beobachtung gestanden ist, mit einem ehemaligen Neonazi als Vizekanzler, ganz objektiv gesehen, in der internationalen Einschätzung. Und jetzt auf einmal tauchen wir auf, du hast selbst erwähnt, in der New York Times und sonst wo, Der Sellner taucht auf, damit taucht Österreich auf den Waffen vom Attentäter in Christchurch wird Bezug genommen auf die zweite Türkenbelagerung 1683 es wird sozusagen Österreich als Vorbild hergenommen und wir sind jetzt in den internationalen Medien die, wo man sagt, gibt es Verbindungen rechtsextremer Netzwerke zum Attentäter nach Neuseeland und gleichzeitig haben wir eine Regierung mit einem Vizekanzler, der ehemaliger Neonazi war. Österreich wird zum Naziland, meinst du? In der öffentlichen Darstellung, erinnere dich bitte, was 2000 war, erinnere dich, was 86 war. Ja. Also das wiederholt sich jetzt. Ja? Und daran ist, und das muss man sagen, ursächlich, dass Sebastian Kurz selber schuld, weil er hat die FPÖ in die Regierung genommen, er hat gewusst, welches Regierungsprogramm er verhandelt, er hat gewusst, was ihn erwartet, wenn er Herbert Kickl Innenminister wird, dass der natürlich, so wie Pölzer völlig richtig sagt, das freiheitliche Programm so gut wie möglich umsetzt. Und das haben wir vorher alle gekannt. Es war nicht überraschend, dass es die Frage in der FPÖ ist Nazis gibt. Müsste sich nicht irgendwann einmal der Herr Bundespräsident zu Wort melden? Was soll er tun? Ja stumm. In dem Moment, wo sich Van der Bellen zu Wort meldet, führt er ja vor Augen, wie limitiert das Pouvoir eines Bundespräsidenten ist. Dann hätte er nicht angelobt. Ja. Es wird aus den Kreisen des Bundespräsidenten gesagt, er hat, Kickl war sozusagen noch das Verträglichste, was man angeloben konnte. Man habe viel, viel Schlimmeres verhindert. Was ich bis heute im Übrigen nicht verstehe, und das hat nichts mit der FPÖ ursächlich alleine zu tun, obwohl mit den rechtsextremen Einsprengseln in Polizei und Heer finde ich es schlimm, aber dass man Innenminister und Verteidigungsministerium einer selben Partei vergibt, das heute schon für einen Geburtsfehler der Koalition. Jetzt war wieder ein längeres Referat. Österreich wird zum Naziland dank der FPÖ und dank des Herrn Vizekanzlers Ex-Nazi. Richtig, also, Sprache, einen schönen Dank aus. Bildchen, lassen Sie mir mal was sagen. Ja. Sie sind so beredt, dass man fast nicht zu Wort kommt. Schauen Sie, bevor man das jetzt abgleiten lässt in eine sehr, sehr simple Nazi-Diskussion, ne, mit allen verbalen Untergriffen, müssen wir jetzt einmal die Kuh im Stall lassen und die Kirche im Dorf. In Holland bringt einer, was weiß ich, wie viele Leute in der Straßenbahn um. Ne? In Mailand entführt einer einen Schulbus mit 50 Kindern, zieht er den Bus an und würde alle umbringen. Ne? Das ist Gott sei Dank nicht gelungen. Ne? In Neuseeland erschießt einer 50 Menschen. Ne? In Norwegen ist der Herr Breivik, der 100 Menschen umgebracht hat. Ne? Terror und Wahnsinn und Amoklauf ist Ideologie und religions- und rassen- und nationsübergreifend. Ne? Diese Irren, die das dann. Bei uns hat einer eine Spende von 1.500 Euro gekriegt und kann von mir aus in der New York Times oder am Profil auftreten, ist mir wurscht. Aber merken Sie nicht die Lächerlichkeit dessen, was wirklich passiert und dessen, was in Österreich, dem angeblichen Naziland, passiert ist? Das ist ja überhaupt nichts. Ne? Und dass der Bundespräsident sich nicht äußert, das zeigt, dass er ein Mann mit Vernunft ist. Wenn er zu jedem Schaß, Entschuldigung, dass ich auch mal ordinär wäre, ich vergleiche mit den beiden Herren, harmlos, ne? Was sagen würde, wäre er ein Narr, das ist er nicht. Ne? Und er selber hat das Einzige, was er gesagt hat, glaube ich im Standard, habe ich es gelesen, hat gesagt, ja, ich muss dem Strache recht geben, so leicht passiert es, dass man in Tausenden, in Gruppen von Tausenden Leuten halt ein Selfie gemacht kriegt. Ne? Und das ist passiert und nicht mehr und nicht weniger. Bei uns sind keine 10.000 Leute, die ein Terrornetzwerk bilden. Bei uns sind keine 100 Leute erschossen worden. Bei uns hat einer, eine merkwürdige Gruppe, die strafrechtlich freigesprochen wird, eine Spende kriegt. Deswegen ist Österreich ein Naziland. Nein. Na bitteschön, da sind wir im Kabarettprogramm des Herrn Fussi. Nein, das sagt niemand, Herr Mölzer, sondern wir sind deswegen in der, wir sind deswegen in der, wir sind deswegen, wir sind deswegen in der internationalen Presse, in der Nähe eines Nazilandes, weil letztlich, wenn sich jemand nicht intensiv mit Österreich beschäftigt und sagt, okay, das ist die FPÖ ging aus dem VDU hervor, die Nachfolgepartei der NSDAP war und der jetzige Vizekanzler und FPÖ-Chef hat als Jugendlicher mit Gottfried Küssler und seinen Burschen Juden umbringen im Wald gespürt. Das sind alles historische Fakten. So, also, historische Fakten, da können Sie nichts daran deuten. Vizekanzler hat Juden umbringen im Wald gespürt.
Der Paintball nennt er es. Mit diesen Wehrsportübungen. Wollen Sie mir drohen? Wehrsportübungen. Aber der Herr Vizekanzler wird das vielleicht nicht. Nein, das waren Wehrsportübungen und da wurde auch gezeigt. Menschen umbringen im Wald. Dann sagen Sie Menschen umbringen. Aber so ist es doch. Aber schauen Sie sich die Fotos doch an und schauen Sie an, wer auf diesen Fotos ist. Und die Leute, die auf diesen Fotos oben sind, Herr Mölzer, sitzen jetzt teilweise bis hin als Generalsekretär des Bundesministeriums für Verkehr, ist der Herr Reichert, der bei diesen Spielereien dabei war. Der Herr Ullmann, bei diesen Spielen, was für Spiele waren das? Irgendwas zwischen Wehrsportübungen. Juden umbringen im Wald. Machen Sie es ruhig klein. Aber wenn Sie glauben, dass die Betätigung in der FAPO von Gottfried Küssl eine Kleinigkeit ist, der Kabinettschef von Norbert Hofer, René Schimmer, gesagt Ihnen der was. Also es ist nicht so zu tun, es waren das irgendwelche kleinen Buben. Wir haben ein tatsächliches Rechtsextremismusproblem. Da wird weggeschaut. Und wenn Sie und andere behaupten... Wir haben einen Rechtsstaat in Österreich, wir haben eine Rechtsordnung. Und wenn Leute sich gegen diese Rechtsordnung verhalten, kommen sie unter Anklage und werden verurteilt. Und all diese Menschen, die Sie dort diffamieren mit Namen und mit Darstellungen... Das ist alles bekannt. Das sind Leute, die vor dem Rechtsstaat... ordentliche, mündige und unbescholtene Bürger sind. Jetzt halten Sie sich ein bisschen zurück, reden wir über Phänomene und da man nicht Leute diffamieren vor laufender Kamera. Entschuldigung, das sind doch amtsbekannte Personen. Also ich meine, die Paintball-Geschichte ist von mir, um es einmal ganz klar zu sagen, wenn ich mir das Urheberrecht zurückerobert habe vom Herrn Fussi. Und was ist da gespielt worden? Paintball? Bitte, das war als Jugendlicher, das muss man schon dazu sagen. Und er sagt, das waren halt Jugendsünden von ihm, dass er halt damals Paintball gespielt hat. Das kann mein Bub auch Paintball spielen. Ich meine, die mit Frage Gottfried Küssl hat dein Bub nicht Paintball gespielt. Der Küssl war, glaube ich, beim Paintball nicht dabei. Es ist auch wirklich der Schnee von vorvergestern. Aber gut, aber es ist schon wirklich eher vorvergestern. Darf man gescheiter werden als Vizekanzler? Ich persönlich glaube, Strache seine Distanzierung, Ich persönlich glaube tatsächlich, nennen Sie es Paintball. Nein, aber ich glaube tatsächlich, dass Strache selbst... Ja. Kein Neonazi mehr ist. Na, davon bin ich zutiefst überzeugt. Gut. Also ich glaube, dass Heinz-Christian Strache eine Läutung nicht. Dein Strache ist kein Neonazi mehr, ich aber ich glaube nicht, dass der Strache ein neonazistisches Gedankengut hat. Ich glaube, dass Strache ein im Unterschied eben zu Herbert Kickl und Norbert Hofer, wenn man es begrifflich fasst, nicht einmal ein Rechtsextremer mehr ist. Strache ist ein harmoniebedürftiger Rechtspopulist, der gern ruhig und gern aber geliebt werden würde vom Volk. Und Kickl, du meinst, der Kurz muss sich von Kickl trennen, sonst kriegt er internationale Probleme. Nein. Der Kurz wird ärgern, wenn er im Ausland immer auf den Kickl angesprochen darf wird. Darf ich was einwerfen? Bitte. Schauen Sie, in den Zeitungen heißt es auch heute, dass die österreichischen Dienste und der österreichische Innenminister international keine Informationen mehr bekommen. Der Pilz, das ist der Richtige. Ne? Ja. Schauen Sie, wer hat das gesagt? Der Elmar Brok. Der Elmar Brok, der im EU-Parlament sitzt, wo wir bekanntlich Wahlkampf haben, der von seiner eigenen Partei abgehalftert wurde, nicht mehr aufgestellt wurde. Ne? Der ist jetzt der Große. Ich kenne das ja freilich. Ne? Ich bin aber auch nicht der wichtige Wortspender, indem ich sage, was in Deutschland sagt. Der Elmar Brok ist eine Quantität negligiabel auf der politischen Bühne. Wer hat es noch gesagt? Der Herr Timmermans. Der Herr Timmermans ist der Spitzenkandidat der Sozialisten im Wahlkampf befindlich. Das ist doch reines Wahlkampfgeklügel, hat mit realer Politik überhaupt nichts zu tun. Ist aber so ein Beispiel, wo die österreichischen Medien dann schreiben, Herr Kickl wird international isoliert. Das ist doch zum Lachen. Also nützt der Kickl der FPÖ im EU-Wahlkampf? Absolut. Im EU-Wahlkampf. Das geht jetzt nicht. Das ist nicht erklärt. Aber nützt der Österreich absolut. Warum nützt der FPÖ? Weil er Wahlversprechen hält. Und zwar zum Beispiel? Ja, zum Beispiel eine harte Migrationspolitik, eine harte Sicherheitspolitik, Law and Order. Das ist das Wahlversprechen der FPÖ. Und nur nebenbei bemerkt, wollen wir über den Bundeskanzler sprechen. Ja. Weil auch der Bundeskanzler hat ja mit diesem Programm, das er in vielen Bereichen legitimerweise von der FPÖ entlehnt hat, gewonnen. Kopiermaschine jetzt. Gewonnen. Reisiert, Erfolg gehabt. Mit dem Gesetzesbruch bei den Wahlkampf-Oberkosten. Aber der wesentliche Punkt ist der, wenn Sie jetzt von Timmermans und Elmar Brok sprechen, die sagen, dass der BVD in Österreich ist, isoliert sei und Kickl keine Informationen mehr hält. Das hat selbst der Mitarbeiter des Ministeriums im BVD-Ausschuss gesagt. Und es sagt jeder, den Österreichern schickt man nichts mehr. Und zwar wissen sie nicht einmal wegen den Rechtsextremen in Verbindungen des Herrn Kickl, sondern wissen sie warum?
Na, weil die FPÖ einen Freundschaftsvertrag mit der Partei von Wladimir Putin hat und die westlichen Dienste sagen, na, wenn es den Kickel gibt, kann es gleich den Russen schicken. Warum ist dann das ist der wahre Grund, Herr Mölzer. Das weiß man doch. Ist dann der Fahndungserfolg jetzt im Sinne dieser IS-Attentäter und Hochgeschwindigkeitseisenbahn-Attentäter zustande gekommen, weil der Kickel nichts erfahren hat für die Deutschen und so? Das ist doch alles ein Blödsinn. Das ist innenpolitisches Kleingeldwechseln, wo halt die marode Opposition in Österreich versucht, den Kickel ans Bein zu pinkeln. Also, der Kickel wird ja nicht einer Meinung sein, das ist ja das Schöne. Der Sinn dieser Diskussion, können wir uns bei Petzner auf eine Meinung einigen, der Wort fordert dir, wir gleich hereinkommen und erklären, warum er der beste Dancing-Star der Nation ist und warum er von der Frau Sarkisowa so untergriffig behandelt wurde. Geh mal davon aus, dass ihr zwar nicht Dancing-Star schaut, oder du schon, Rudi? Ich habe mir das angeschaut. Du hast das angeschaut? Ja. Und, dein Eindruck? Er kann überhaupt nicht tanzen, das ist mein Eindruck. Also er kann überhaupt nicht tanzen. Was hättest du ihm gegeben? Als Note? Ich weiß nicht, 2, 3, keine Ahnung. Aber der Punkt ist der, was die dort gemacht haben. Ich meine, jetzt der Stefan Petzner macht diese Sendung ja quasi, um sich neu zu erfinden, hat er gesagt. Ja. Ne? Quasi das Vergessen machen, eins, die Schau nicht fertig machen, das tschetschenenfreie Kärnten, die Sauerem und so weiter. Und er will sich jetzt neu erfinden. Jetzt weiß jeder, okay, was er kann, weiß man nicht, er kann nicht tanzen. Ja, aber genau. Sonst sieht man dort nichts. Das macht ihn sympathisch. Bei den Großmüttern. Und die Frau Sarkisowa mit ihrer Haltung, also den bewährt ihn nicht, der kann nicht tanzen, ich gebe ihm gar nichts. Also die ist ja auch ein bisschen, da muss man sich auch fragen, was da falsch. Aber hast du Respekt vor dem Wahnsinnigen, der da jetzt jeden Tag 6 Stunden trainiert, um Tango tanzen zu können und das dann nicht kann? Sagen wir so, ich schätze durchaus, also politisch ist bekannt wahrscheinlich, wie ich zu Stefan Petzner stehe, vor allem zu dem, was er gemacht hat. Äußerst kritisch. Fachlich, als Kollege in der Branche, ist ein hervorragender Kampagnenmacher. Ne? Nur muss man eins fairerweise sagen, das habe ich mir schon gesagt, also ich hätte da an seiner Stelle niemals teilgenommen. Wenn ich selber, das ist so, wie wenn du jetzt groß agierst, ein halbes Jahr lang, du wirst das nächste Mal den Wien-Marathon laufen, alle schauen dir an und sagen, wir sind froh, wenn der Föhner 100 Meter weit kommt. Ja? Und so ähnlich ist bei der Selbsteinschätzung des Herrn Petzner hätte herauskommen müssen. Der wird das gewinnen. Aber darf ich dazu sogar was erzählen? Sogar der Charnet schreibt schon, dass er es gewinnen. Gut, wenn der Charnet schreibt, dann muss man immer getrost das Gegenteil als Wahrheit annehmen. Genau. Also jetzt eine kleine Anekdote zum Petzner. Wie der Fürst Schwarzenberg EU-Ratspräsident war als tschechischer Außenminister, habe ich ihn einmal im Europaparlament angesprochen vor etlichen Jahren und habe gesagt, ja, Herr Schwarzenberg, Fürst, habe ich gesagt, Herr Schwarzenberg, Sie sind ja aus Murau, meine Leute sind aus Neumarkt, wir sind ja aus dem gleichen Bezirk. Und der Schwarzenberg hat gesagt, ja, und der Petzner auch. Ne? Und dazu muss ich eins sagen, der Petzner ist jetzt noch engagiert worden, natürlich offenbar als Buhmann, als der Kasperl, als der Prellbock, als Ex-Politiker. Ne? Dass er sich das antut, bewundere ich irgendwo. Ja. Ich wäre nur froh, wenn ich beim nächsten Akademikerball in Wien nicht mit ihm tanzen müsste. Ja. Das ist auf jeden Fall, was ich zu sagen. Nur zum Teil. Gesehen? Nur zum Teil. Ja. Was halten Sie von ihm? Ja. Viel Mut. Also, der Mann mit dem vielen Mut kommt gleich. Wir gehen in eine kurze Werbepause. Dann kommt der Held der Nation, muss man sagen. Wer hätte das je gedacht vom Stefan Petzner? Dass der mal der Liebling der Nation wird. Dann kommt der Liebling der Nation, Stefan Petzner. Vor meiner Nation.